Es ist ein stundenlanger, knallharter Kampf gegen den Tod. Im Südosten Indiens verliert Ende Oktober eine Elefantenkuh ihre Herde und verirrt sich in ein Sumpfgebiet. Das Tier gerät dabei in ein tiefes Wasserloch, in dem es aufgrund des matschigen, rutschigen Untergrunds gefangen ist. Bewohner der nahen Stadt Sundagar, Polizei und Feuerwehr versuchen, den Dickhäuter mit Hilfe eines Baumstamms und robuster Seile zu retten. Und tatsächlich. Nach rund 3 Stunden können sie das mehrere Tonnen schwere Tier aus der Grube wuchten. Die Verabschiedung ist im wahrsten Sinne des Wortes eine flüchtige.